Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdom Hearts Return of Memories in der Reverse bzw. Rebirth Edition, also mit Riku. Nächstes Level, nächster Part, alles ist schön. Wir gehen nach Agrabah oder nach Nimmerland. Wir nehmen erstmal Agrabah. Nimmerland war bei Sora ja auch ein ganz anderes Stockwerk. Also kam er erst viel später weiter oben, deswegen heben wir uns das auch viel später auf. Denn Hook war, glaube ich, mit wenig Karten gar nicht mal so einfach. In unserem Walkthrough, wo wir dann schon extrem hohe Karten hatten, konnte der halt nichts. Aber da wir mit Riku ja relativ niedrige Karten auch bekommen können, bin ich mir halt nicht sicher, wie es laufen wird. Deswegen erstmal Agrabah. Den Iago werden wir schon kaputt kriegen, dass der seine komische Lampe fallen lässt. Auch wenn Iago ja eigentlich kein Wesen der Finsternis ist, deswegen sollte eigentlich nur Jafar auftauchen, aber dann würde man ja einen komplett anderen Bosskampf machen müssen. Und da man das garantiert nicht gemacht hat, wird man dann wahrscheinlich trotzdem Iago platt machen müssen. Aber Erfahrungspunkte bringen die Viecher auf jeden Fall schon mal gut. Sora hat sich gelohnt, diese Stände kaputt zu machen, weil da immer viele Mogi-Punkte rauskamen. Gibt's hier nicht, also brauchen wir es auch nicht machen. Also, du bist bestimmt alleine da. Na schade, wäre auch zu schön gewesen. So, Sinistra-Modus und dann einfach mal wieder drauf. Leider trifft das Feuer immer nur einen Gegner. Das war auch schon im Sora-Modus das Problem an der Feuermagie. Sie zwar schön stark ist, aber halt immer nur einen einzelnen Gegner trifft. Und das halt teilweise doch schon echt nervig sein kann. Wenn dann viele Gegner da stehen und dann trifft er ausgerechnet den, der eh schon Lowlife ist, dann hätten wir da auch die drei Garten nicht opfern brauchen. Da haben halt Eis und Blitz ihre Vorteile, zumindest bei normalen Gegnern, dass die halt auch vielen, also auf einer Fläche Damage machen. So. Nächste Stufe haben wir gleich. Stufe 16. Jawohl. 16 haben wir. Die nächste Stufe braucht schon über 1000 Erfahrungspunkte. Also wir sind schon relativ gut gelevelt. So. Vitalität haben wir auf 200 gebracht, deswegen können wir jetzt wieder auf andere Dinge gehen. Wie zum Beispiel die Sinistra-Punkte. Ja, erstmal auf den hier. Also solange wieder betäubt ist, kann man den schönen Damage machen. Danach wird schwerer. Wie man es gerade gesehen hat, zum Glück hat diese Seitentreffer auch noch gezählt. Sehr schön. Heilung, Karten zurückgegeben, Gegner betäubt und noch ein bisschen Damage gemacht. Und gleich die nächste Mickey-Karte bekommen. Läuft. Das hat schon für den Sinistra-Modus gereicht und dann wird das hier reichen, um das gut zu besiegen. So, ist das eine falsche? Nein. Ist das eine falsche? Auch nicht. Dann weiter. Höher als 1 haben wir hier. Hier gibt es eine Abzweigung, deswegen erstmal kurz auf die Map gucken. Na, das ist tatsächlich ein bisschen größeres Gebiet. Da wir aber auch nach dem Story-Kampf noch kämpfen können, werde ich wahrscheinlich diesmal erst zur Story gehen. Beziehungsweise zum Endboss. Story ist es ja nicht wirklich. Und danach den Rest des Levels clearen. Bietet sich bei dem Levelaufbau, den wir hier haben, einfach an.
So. Noch drauf auf den. Und drauf auf die alle. Erstmal das Hinterviech wegmachen, bevor das anfängt, sich zu heilen. So. Nicht die Tür anvisieren, das Biest anvisieren. So. Und so. So. Your Majesty. Come on. Standardviecher sind im Rico-Modus kein Problem. Nach oben wollten wir. Ach, da fehlt ein Zentimeter, so eine Kacke. Dann den Darkness kann ich aktivieren. Ein Gegner, der eh mit dem nächsten Schlag weg gewesen wäre, einfach mal hier so ein Viech reindrücken oder nochmal. Und weg ist alles. Dann halt keinen Erstschlag. Was gegen dieses Viech hier eigentlich ziemlich nervig ist. Aber naja, man kann es ja nicht ändern. Vielleicht wird das Mistermodus aktiviert. Ja, jetzt. Und dann können wir das eh glatt machen. Läuft alles. Sehr schön. Your Majesty! Come on! So. So. Keine mehr Daten treffen. Dann machen wir noch so einen Raum. Ist eigentlich der perfekte Raum. Nicht zu viele Herzlose, aber auch immerhin ein paar. Dass man den schönen Damage machen kann. Weil der Part auch nicht zu lang wird. Man hat trotzdem ein bisschen levelt. Genau, versteckt mich im Drecksviech. Jetzt aber nicht mehr. Oder doch, jetzt aber nicht mehr. Ich glaube, die Attacke ist stärker, als ich erwartet habe. Wenn man im richtigen Moment Dreieck drückt, dann kann man da echt lange Kombinationen draus machen. Hätte ich vielleicht mal vorher dran denken können. Und so. Und so. Und so. Und dann den da. Level-Ding zu bekommen. Und der auch weg. So, können wir die Angriffskraft wieder erhöhen? So schön. Je mehr Damage wir den Gegnern machen, umso schneller sind die Kämpfe vorbei. Und umso weniger Karten brauchen wir auch.
Was uns ein Problem schon mal erspart. So. Und einen Hit noch. Alles klar. Das ist halt wieder einer dieser Punkte, wo ich halt gerade nicht weiß, was ich kommentieren soll, weil halt immer wieder dasselbe passiert. Habe ich halt jetzt trotzdem nicht ausschneiden? Keins dazu gehört. Und zum Spielen macht er trotzdem Spaß, auch wenn es zum Zugucken vielleicht langweilig wird. Auf YouTube hat er ja die Funktion, vorzuspulen. Was ja die meisten eh bei jedem Video nutzen, auch bei denen, wo die ganze Zeit was passiert. Deswegen brauche ich das den meisten wohl auch nicht erklären, dass es sowas gibt. Sehr schön. So langsam fange ich an, den Sinistra-Modus doch zu mögen. Dem ich weiß, dass das geht. Greifen wollt, dann greife ich halt an. Ich hätte gedacht, ich könnte euch vielleicht kontern oder so, aber wenn ihr keine Karte einsetzen wollt, dann lassen wir es halt. Und Danny Starry. Wie gesagt, wäre eigentlich unlogisch, wenn Yago da sein wird, aber der wird wahrscheinlich da sein. Weil man Jafar sonst schlecht besiegen kann, wenn man nicht auf die Lampe geht. Tag, Yago. So. Natürlich geht genau der Moment das Ding nach unten, damit ich ihn nicht treffe. Das sitzt hier gerade ein bisschen fest. Ich dachte, wenn ich die steche, geht das vielleicht weg. Ah, es passiert was. Sehr schön. So. Solange man nur die Lampe verfolgt, kann eigentlich nicht viel passieren. Leider betäubst du Yago nicht. Oh. Es kann schon was passieren, wenn man nicht aufpasst, wo Jafar gerade seine Feuerkugel hinschmeißt. Jawoll! Gefällt mir. Kannst du die Säulen bitte wieder umstellen? Danke. Ja, Schlag erstmal daneben, Rico. Das hat es aber besser gemacht. Wenn er bei der Nähe von Yago war, hat er auch mit diesem Schlag getroffen. Ja, Rico ist ein kleines Glücksspiel, ob er trifft oder nicht. So. Dann machen wir mal. Bist du doof, Digga? Ja, da trifft er damit nicht überhaupt. Dann wäre es vielleicht auch ein bisschen overpowered. Alter, aber zumindest einmal darfst du treffen. Da. Alter, triff ihn! Also, noch einmal. Ich hasse es.
Hat er gerade Jago geheilt? Wenn ja, dann haben wir ein Problem. Nein, hat er nicht. Dann war's das. Also das Problem war, Jago überhaupt zu treffen. Den Kampf zu gewinnen war jetzt kein großes Problem. Na, wieder nach 15 Minuten, aber im Level haben wir jetzt ja noch einige Räume, die wir machen müssen. Geht also noch. Die Jafar-Karte. Und dann nur noch auf dem Weg zum Levelausgang. 7 oder höher, dann nehmen wir mal die Nuller. Ich wollte nicht wieder raus. Das Ding hier angreifen. Weil die Viecher, die da rauskommen, haben relativ viel oder geben relativ viele Erfahrungspunkte. Das ist eigentlich ganz cool. Einmal Feuer drauf. Nochmal Feuer drauf. Und dann mit dem richtigen Timing alle Gegner besiegen. Gefällt mir. Kommt hier irgendwo noch was? Nö, hier kommt gar nichts mehr. So, jetzt eigentlich nur ein paar Level machen, damit wir irgendwann den späteren Level, weil wir underlevelt sind. Da ich den Rico-Modus auf dem Game Boy Advance nie durchgespielt habe, weiß ich nicht, welches Level da ungefähr erforderlich sein sollte. Deswegen lieber zwei Level zu wenig als eins. Lieber zwei Level zu viel, meine ich natürlich, als eins zu wenig. So, und du noch. Wunderbar. Nächste Stufe kriegen wir auch mit diesem Kampf hier. Was nochmal? Also. Und da haben wir auch schon die nächste Stufe erreicht. Einmal Feuer reinballern und einer ist tot. Nochmal Feuer reinballern und der zweite ist tot. Mit dem restlichen richtigen Timing. So, es geht nicht unendlich lang, aber es geht relativ lang. Aber damit kann man schon so 2-3 Gegner erledigen. Das ist ein Mistkopfpunkt und wir machen erstmal wieder Leben. Der Sinistra-Modus ist zwar geil, aber jetzt nicht so mega notwendig. Wobei dieser Sinistra hier natürlich schon mega viel Leben abziehen kann, aber gegen stärkere Gegner, also gegen Endbosse und so ein Kram. Die haben halt dann später auch Karten, die null sind, dann könnte ich diesen Sinistra-Modus natürlich auch mal direkt unterbrechen. Deswegen sollte man sich nicht zu sehr drauf verlassen, sondern sich selbst auch mit Leben absichern. Mehr als eins. Leider haben wir unsere Lieblingskarten nicht mehr, dann müssen wir mal so einen schlafenden Raum machen. Warum sind so viele von denen? Alles klar, dann erstmal auf dich. Das ist der Einzige, der gerade da ist. Ach, und das war's schon. Du bist alleine, na dann geht's doch. Dann finde ich es doch nicht so schlimm, dass da ein paar von da sind. Ja, oder doch. Ich hasse es, wenn er das macht. Ich komme nicht an seinen Rücken, nur wenn er stehen bleibt. Und dann visiert er automatisch wen anders an. So. Jetzt kann ich dich mit dem Feuerding platt machen. Alles klar. Sehr schön, ne? Das Ganze nochmal. Wunderbar. Keine Fischerin mehr.
Hier erstmal auf die Schatten durchgehen, weil die sich dann später nervig in den Boden verstecken können. Damit die anderen jederzeit zu treffen sind. Und auch jederzeit zu besiegen sind. Du noch? Nochmal. Und der nächste Schlag sollte ihn das Ende bringen. Jawohl. Und dann machen wir wieder die Kombination. Einmal Feuer rein, der erste ist weg. Zweites Mal Feuer rein, der zweite ist weg. Und dann machen wir den Rest mit dem Dieb. So. Mittlerweile ein bisschen Routine drin, klappt also gut. Und hier sowieso alle. Da kriegen wir wieder eine Joker-Karte, oder was ist das? Eine Karte, die jede Tür öffnet, egal was für ein Wert drauf steht. Und dass hier ist offen ist, das müsste der Ausgang sein. Dem ist auch so. Also brauchen wir uns ja gar nicht lange aufhalten. Können direkt durch zum Speicherpunkt abspeichern und ins nächste Stockwerk. Na, das läuft ja mit Riku. Sogar noch besser, als ich erwartet hatte. So. Welche Stufe sind wir gekommen? 18. Ah, die drei Level wieder geschafft. Wie geplant. Klappt wirklich sehr gut. Diesmal kein Kampf hier unten. Aber eine Zwischensequenz hier. What's happening to Sora? Naminé's powers are being used to shuffle his memories as we speak. Marluxia may well succeed in getting his puppet. Sora would be a valuable asset to the organization. But Marluxia and Loxine's actions, they leave me quite uneasy. And then there is Axel. Who knows what that one is thinking? Vexen should take care of this. His replica is soon to be completed. But Vexen despises Marluxia. Think of the mess it would make. So we must tell him. Isn't it better that Vexen clean up the mess than leave it to us? Es ist eine tolle Organisation, wo eigentlich jeder seine eigenen Pläne verfolgt. Marluxia und Loxine wollen das Ding übernehmen. Vexen hasst die und kann alleine drauf gehen. Sexion wird jetzt auch noch ganz in diesen Streit noch ein bisschen anzetteln. Axel hat auch noch was ganz anderes vorgehabt. Also, wir wissen zwar nicht, wer da noch alles hintersteht und wer der Boss von denen ist. Aber so ganz zusammenbekommen hat er die wohl nicht. So, speichern wir hier nochmal. Dann sage ich an dieser Stelle wieder, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir nach Nimmerland gehen. Also, bis dann und auf Wiedersehen.